Du verstehst meinen Standpunkt immer noch nicht, Königin Choda. Und ihr seid unfähig, die Gefühle eines Kindes zu verstehen, Majestät. Er ist der Kronprinz, aber er bleibt immer noch ein Kind. Lang lebe der Kaiser. Ich bitte um Verzeihung, aber Prinz Salim ist dort. Was ist denn? Sag es uns. Es wäre besser, ihr würdet es selber sehen. Er ist bei der Waage der Gerechtigkeit. Aber was hat Salim nur getan? Dass ihn die Wut überwältigt hat. Das hätte einfach nicht passieren dürfen. Ich fühle mich so furchtbar unruhig. Majestät war die ganze Nacht nicht in seinem Gemach. Worüber grübelt Jalal denn nur bloß? Ich weiß es auch nicht, Mutter. Wie soll ich es denn wissen? Er redet ja nicht mit mir. Er gibt mir ja nicht einmal die Möglichkeit. Aber ich habe das Gefühl, dass er eine schwerwiegende Entscheidung treffen wird. Beruhige dich bitte, Joda. Nichts wird geschehen. Schließlich ist Jalal doch Salims Vater. Er wird bestimmt nicht zu streng sein. Hört alle her! Der Kaiser von Hindustan, Jalaluddin Muhammad Akbar, betritt den Thronsaal! Bringt Chico Baba sofort vor den Thron. Hier kommt der Kronprinz und Thronerbe des Mogulenreiches. Er lebe hoch! Verneigt euch! Ich entscheide hiermit, dass Chico Baba in die Schlacht von Patan ziehen wird. Dort wird er von Man Singh und Rahim in der Kriegskunst unterrichtet werden. Aber was wollt ihr da tun, Majestät? Wie könnt ihr so einen kleinen Jungen in die Schlacht ziehen lassen? Das
ist nicht recht. Du hast mir sicher nicht zu sagen, was richtig und was falsch ist, Rukaya. Ich habe eine Entscheidung getroffen und ich werde sie nicht mehr ändern. Es wäre besser für dich, wenn du dich nicht gegen diese Entscheidung stellst. Kanekana. Raja Mansingh. Ihr dürft nicht vergessen, dass es nicht der Kronprinz ist, der jetzt mit euch in die Schlacht zieht. Ihr werdet mit einem ganz gewöhnlichen Jungen reisen, den ihr zum Soldaten ausbilden sollt. Also merkt euch beide gut, es darf für ihn auf keinen Fall eine Sonderbehandlung geben. Er wird lernen müssen, die Unbarmherzigkeit der Sonne zu ertragen. Auf dieser Reise wird er nicht mehr der Kronprinz und Sohn des Kaisers Jalaluddin Muhammad Akbar sein. Also behandelt ihn nicht anders als einen ganz gewöhnlichen jungen Soldaten. Aber Eure Majestät... Befolgt meine Befehle! Kanekana, bereitet ihn gleich für die Schlacht vor. Er wird nämlich sofort am morgigen Tag mit euch losreiten. Königin Joda, ich habe getan, was ich tun musste. Und sehr bald werde ich endlich mein Ziel erreicht haben. Das ist mein letzter Zug gewesen. Dein Kind hat das alles getan. Salim hat getrunken und die Waage in Brand gesteckt. Und auf diese Weise konnte ich seine Liebe vollkommen zerstören. Ich wünschte, du wüsstest es, Königin Joda, dass ich nämlich Salim auf diesen Weg geschickt habe. Ich habe wirklich jede Möglichkeit genutzt, um mein Ziel zu erreichen. Ich habe jeden Zug geplant. Auch den Wein und das Feuer. Es war mein Plan. Aber mein bestes Werkzeug war Salim. Ich hätte gerne etwas von dem Saft, der die Leute immer so fröhlich macht. Der Saft soll nicht nur für mich sein, sondern auch für alle anderen Prinzen. Und einen Saft dann mit Wein zu vermischen, ist ein Kinderspiel für mich gewesen. Salim hat das getrunken und sich schlecht benommen. Und wie ich erwartet habe, hat Jalal ihn schwer bestraft. Jalals Zorn hat Salims Hass vergrößert, der schon durch die Ereignisse vorher in ihm war. Und Salim zeigte seinen Hass. Und auch seine Wut. Du willst mir irgendetwas befehlen, Königin Joda? Das werden wir noch sehen, Mutter des Zeitalters. Wie willst du deinen Sohn aufhalten, dass er sich nicht weiter von dir entfernt? Auch wenn du die Mutter des Zeitalters bist, wirst du mich nicht daran hindern, meinen Plan weiter auszuführen. Wie konntet ihr das tun, Majestät? Wie konntet ihr so streng mit ihm sein? Wie könnt ihr einen kleinen Jungen in die Schlacht schicken, damit er dort diese Grausamkeit erleidet? Ich habe meine Entscheidung gefällt, Joda. Und ich will nicht, dass irgendjemand versucht, sich einzumischen oder diese Entscheidung in Frage stellt. Also werden wir diese Angelegenheit nicht weiter bereden.
Mit wem soll ich denn reden, wenn nicht mit euch? Ihr seid mein Ehemann und Salims Vater, Eure Majestät. Hört mir doch bitte zu. Ändert diese Entscheidung. Lasst Salim hierbleiben. Er darf doch nicht so weit von uns fort sein. Bitte nehmt euren Befehl zurück, Majestät. Ich mache das alles nur für ihn, Königin Choda. Es ist einzig und allein zu Shekubabas Besten. Nein! Das stimmt doch überhaupt nicht. Ihr wollt meinen Sohn weit fort von hier in die Schlacht schicken. Ihr wollt eine Mutter und ihren kleinen Sohn auseinanderreißen, Majestät. In diesem Alter braucht er seine Eltern ganz besonders und ihr wollt ihn wegschicken, ohne auch nur einen Moment an sein Wohl zu denken. Majestät, es mag sein, dass eure Pflichten als Kaiser eure Gefühle als Vater bestimmen. Aber ich bin aus tiefstem Herzen besorgt um ihn. Ich erlaube nicht, dass Salim von hier fortgeht. Das lasse ich nicht zu. Du gehörst zu einer Kriegerfamilie der Rajput und dein Sohn soll sich vor einem Schwert fürchten. Oder willst du vielleicht, Joda, dass ihm Wein und Tanz wichtiger sind als alle anderen Dinge des Lebens? Du ahnst ja gar nicht, dass ein Prinz, der so erzogen wurde, sich und das ganze Reich in den Ruin treiben wird, wenn er Kaiser ist. Ich werde nicht zulassen, dass unser Reich untergeht, Königin Joda. Deswegen schicke ich ihn auf einen Weg, der ihn zu einem guten Kaiser macht und nicht zu einem, der nichts anderes als den Luxus lebt. Aber er ist doch einfach nur ein kleiner Junge. Er wird das nicht ertragen können. Er konnte nicht eine Stunde in der Sonne stehen. Wie soll er da die Hitze auf einem Feldzug aushalten? Er wird es können, wie ich es gekonnt habe. Bequemlichkeit kann man nur genießen, wenn man erfahren hat, wie hart das Leben sein kann. Wenn Shekubaba einmal ein guter Kaiser werden will, dann muss er auch lernen, die Härten des wahren Lebens auszuhalten, Königin Choda. Ihr nicht, dass er sich durch diesen Schritt immer weiter von euch entfernen wird? Warum lasst ihr ihn nicht wenigstens als euer Sohn und Kronprinz in die Schlacht ziehen? Warum wird er wie ein einfacher Soldat behandelt? Weil ich will, dass er sieht, wie schwierig das Leben als einfacher Mann ist, bevor er das besondere Leben als Kaiser führt. Ich habe eine Entscheidung getroffen, Königin Choda, und es wird dir überhaupt nichts nützen, mit mir zu streiten. Durchzusetzen. Dürft ihr doch keine Mutter von ihrem einzigen Sohn trennen, Majestät. Schluss jetzt. Ich zeige ihm nur, worin die Verantwortung eines Kaisers besteht, Königin Choda. Gültige Beweis, dass ihr mich überhaupt nicht liebt, mein Vater. Ich werde niemals eine Gunst annehmen, die ich bekomme, weil ich euer Sohn bin. Ich flehe euch innigst an, bitte trennt mich nicht von Salim. Bitte tut das nicht, Majestät, tut das nicht. Ist es dir denn vollkommen unwichtig, dass dein Sohn dich als einen starken Menschen sieht, Königin Choda? Bist du so schwach? Wenn das so ist, dann solltest du deine Einstellung schnellstmöglich ändern, denn die Mutter des zukünftigen Kaisers darf sich sicher nicht schwach zeigen. Wenn du willst, dass Shekubaba eines Tages in die Geschichte eingeht, dann musst du deine Gefühle als Mutter unter Kontrolle haben und beherrschen. Nein! Lang lebe der Kaiser! Prinz Salim ist jetzt bereit, zusammen mit Rajaman Singh und Kanekana Rahim abzureisen. Komm mit. Wir verabschieden jetzt unseren Soldaten. Musik.
weggehen, Salim. Ich kann dich doch nicht weggehen lassen. Salim! Wir bitten um Erlaubnis aufzubrechen. Gehen wir, Prinz. Wo du bist, Königin Choda! Salim, bitte geh nicht fort! Schau mich an, Salim! Majestät, ihr dürft Salim nicht fortgehen lassen, ich flehe euch an! Majestät! Warum lässt du so seltsame Dinge zu, Göttin? Du bist eine Mutter. Wie kannst du eine Mutter nur so furchtbare Qualen erdulden lassen? Joda wird von ihrem Sohn getrennt, dem Menschen, den sie so liebt. Göttin, Göttin, warum musst du ihr nur so etwas antun? Geht weg, Mansing! Hör zu! Salim ist doch nicht nur der Prinz des Mogulenreiches. Er ist auch mein einziger Sohn. Bitte beschütze ihn. Ich verspreche es, Tante. Ich werde Prinz Salim unter Einsatz meines Lebens beschützen. Mit Kraft und Stärke, damit sie diesen Schmerz ertragen kann. Salim! Das war der Tag, an dem ihr meine Gefühle als Mutter zutiefst verletzt habt, Majestät. Es war der traurigste Tag meines ganzen bisherigen Lebens. Ihr hattet mich nicht nur von Salim getrennt, ihr hattet mir auch meine Seele entrissen. Ich war so vollkommen hilflos. Verzweifelt überlegte ich, was ich tun konnte, damit Salim nicht gehen musste. Ich werde diesen Tag mein ganzes Leben niemals mehr vergessen können. Ihr hattet mir mein Herz herausgerissen. Ich war nur noch ein Körper ohne Seele, Majestät. Und ich wusste nicht, wie lange diese Trennung dauern würde.
und ob ich meinen Sohn jemals wiedersehen würde.